Manson findet sich das bekannteste Bildnis dieser einzigartigen Frau, die die kaiserlichste aller Kaiserinnen genannt wurde. Einer starken Frau, die die vorgegebene Rolle einer Herrschergemahlin und Mutter weit hinter sich ließ. Es gibt durchaus die Möglichkeit, in ihr sogar die Frau zu sehen, die Otto den Großen zum Kaiser gemacht hat. Im französischen Cluny, dem Ort von Adelheids Kindheit, liegt die Chronik des Abtes Odilo. Seinen Aufzeichnungen verdanken wir das Wissen über die wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben. Ihn, einen langjährigen Vertrauten, dessen Kloster sie zeitlebensreich beschenkt, beauftragt die 68-jährige Kaiserin mit der Niederschrift ihrer Biografie. Vielen vergalt sie Böses mit Gutem. Und nach der Vorschrift des Herrn vergab sie ihren Beleidigern vor Sonnenuntergang. Empfangene Beleidigungen trug sie nicht nach, sondern überließ alles dem Herrn. So schildert uns der dankbare Abt von Cluny den Charakter Adelheids. Seine Aufzeichnungen sorgen dafür, dass sie im 11. Jahrhundert sogar heilig gesprochen wird. Doch hätten Güte und Sanftmut genügt, um die Kaiserkrone zu erringen, wäre Adelheid allein mit Gottvertrauen zur mächtigsten Frau des Römischen Reiches aufgestiegen. Alles begann, als ich noch ein kleines Mädchen war. In Burgund, im Alpenland rund um den Genfer See, wächst Adelheid auf. In Saint-Maurice liegt das Machtzentrum des Königs von Burgund, Adelheids Vater. Hier ist die Fünfjährige Zeugin eines großen Ereignisses, das ihr Schicksal bestimmen wird. Sie erlebt, wie ihr Vater, König Rudolf, das Wertvollste, das seine Familie besitzt, an das Herrscherhaus der Ottonen verschenkt. Die Heilige Lanze. Die Heilige Lanze ist deshalb so wichtig für ihn, weil sie ja eben diesen Nagel, so glaubt man jedenfalls in der Zeit, vom Kreuz Christi in sich birgt. Im Lanzenblatt, das ja ausgestanzt ist, befindet sich ein Nagel, der als Nagel vom Kreuz Christi angesehen wird. Deshalb ist das natürlich eine ganz, ganz wichtige Reliquie. Also etwas Hochwertigeres gibt es kaum, wenn nicht das Heilige Kreuz selbst. In den Besitz der Heiligen Lanze gelangte Adelheids Vater, als er einige Jahre auch Italien regierte. Jetzt streckt der neue italienische König, Hugo, seine Finger begehrlich aus nach Burgund. Zudem bedrohen die Ungarn die Grenzen von Burgund, aber auch die des ottonischen Herrschaftsbereiches. Deshalb besiegelt König Rudolf mit der Heiligen Lanze das Bündnis mit den Ottonen. Man schloss ein Bündnis untereinander und tauschte dabei die Reliquien, auf die man dieses Bündnis beschwor, aus, damit die Heiligen, deren Reliquien man besaß, und in diesem Falle bei der Heiligen Lanze natürlich die wertvollste Reliquie, die es gab, eine Berührungsreliquie Christi, diese Reliquien garantierten, dass dieses Bündnis Bestand hatte. Und insofern ist die Übergabe der Heiligen Lanze sicher für die gesamte Geschichte Adelheids ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Thronfolger Otto nimmt das symbolträchtige Geschenk entgegen. Otto gefiel mir auf den ersten Blick. Er war jung und stark, aber es dauerte viele Jahre, bis ich ihn wieder sah. Schon zwei Jahre später erweist sich das neue Bündnis als nützlich. Am 11. Juli 937 verliert Adelheid ihren Vater. Bestattet wird König Rudolf in Saint-Maurice, neben dem Grab des heiligen Mauritius. Der Legende nach soll Mauritius einst selbst Besitzer der Heiligen Lanze gewesen sein. Der heilige Mauritius und die Heilige Lanze.
Beide Symbole der mittelalterlichen Glaubenswelt werden in Adelheids Leben stets eine wichtige Rolle spielen. Mit dem Tod des Königs sind Adelheids Heimat und ihre Familie in höchster Gefahr. Vor allem der Thronfolger, Adelheids Bruder Konrad. Er wird zu den Verbündeten nach Magdeburg gebracht. Mein Bruder war in Sicherheit bei König Otto, unserem Freund. Aber für meine Mutter und mich wurde es sehr schwer. König Hugo von Italien wittert seine Chance. Würde er die Witwe heiraten, fiele die Krone von Burgund an ihn. Kurzerhand lässt er die Königin und ihre Tochter von seinem engsten Vertrauten und Berater, Markgraf Berengar, gewaltsam entführen. Dieser verfluchte Beringer. In diesem Moment habe ich mir geschworen, so etwas wie meiner Mutter soll mir niemals passieren. Ich will über mein Schicksal selbst bestimmen. Doch gegen ihre Verschleppung nach Italien kann sie sich nicht wehren, ebenso wenig wie ihre Mutter. Eine Königswitwe im Mittelalter hatte zwei Möglichkeiten: eine neue Heirat oder das Kloster. Königin Bertha wurde zwangsverheiratet mit dem italienischen König Hugo, ihre Tochter Adelheid mit dessen Sohn Lothar verlobt. Sie kommt an einen Hof und in eine Welt, wo im Grunde genommen wirklich Gewalt, Machtkämpfe, dann aber auch sexuelle Exzesse, uneheliche Kinder und Ähnliches wirklich an der Tagesordnung waren. Und man muss sich das kleine Mädchen in solchen Verhältnissen vorstellen. Es ist eine harte Zeit, in der sie selbstständig geworden ist. Ich denke, das muss man so sagen. In der sie frühzeitig selbstständig wurde, frühzeitig gelernt hat, sich auch durchzusetzen, frühzeitig auch gelernt hat, verschiedene Kulturen aufzunehmen und damit umzugehen. Adelheids Lehrjahre, aber auch Jahre des Glücks. 947 läuten in Pavia die Hochzeitsglocken. Die Tochter hat es besser getroffen als ihre Mutter. Am italienischen Königshof erhält sie eine standesgemäße Bildung und Erziehung. Ihr gleichaltriger Ehemann entpuppt sich als gebildet und liebevoll. An Lothars Seite wird sie mit 18 Jahren, nachdem sein Vater Hugo gestorben ist, Königin von Italien. Und nicht nur das. Ihr Gemahl macht sie auch zur reichsten Frau des Landes. Er schenkt ihr 21 große Königshöfe, 6 Klöster, tausende Bauernhöfe, Jagdgebiete und vieles mehr. Zudem kann sie, wie damals nur eine Frau in Italien, über ihren Besitz selbst verfügen. Diese Freiheit wird Adelheid ihr ganzes Leben lang verteidigen und klug nutzen. Man sieht, dass Lothar sich auch um seine Braut gekümmert hat, dass er sie auch beschenkt hat. Das ist ganz offenkundig. Die beiden haben sich, das ist jedenfalls mein Eindruck, gut verstanden. Aber noch wichtiger, mit dieser Urkunde vom 31. März 950 macht König Lothar seine Frau zur Consors Regni Nostri, zur Gefährtin unserer Königsmacht. Man hat ja immer betont, dass Adelheid eine neue Stellung als Königin und dann auch als Kaiserin später innegehabt habe, weil es die sogenannte Consors-Regni-Formel gibt. Sie hat offensichtlich großen Einfluss auf die Entscheidungen ihres Gatten gehabt. Sie hat auch Kontakte zu Ratgebern gehabt, war gut vernetzt, würde man heute sagen. Es ist erstaunlich, wie strategisch klug Adelheid schon als ganz junge Königin diese herausgehobene Stellung nutzt. Als offiziell anerkannte Mitregentin schließt sie, wie einst ihr Vater, Freundschaftsbündnisse. Aus ihrem Vermögen tätigt sie reiche Schenkungen an Kirchen und Klöster, wovon sich in Italien noch heute viele Zeugnisse finden. Sie knüpft zahlreiche Kontakte zu den Großen und Mächtigen Italiens, darunter auch der Bischof von Reggio.
Dieses politische Netzwerk wird ihr wenig später sogar das Leben retten. Denn noch immer hat sie einen mächtigen Widersacher am Königshof, dem die Großzügigkeit und Eigenständigkeit der Königin ganz und gar nicht schmeckt. Ihr verschleudert das Vermögen der Krone. Ihr irrt, Berengar. Ich tue es, weil ich die Krone und die Familie stärken will. Markgraf Berengar von Ivrea, ihr einstiger Entführer, ist noch immer höchster königlicher Berater und einer der mächtigsten Männer Italiens. Solange Adelheid Vertrauen und Schutz ihres Gatten genießt, kann er ihr nichts anhaben. Doch Berengar strebt selbst nach der Macht in Italien. Nach nur 3 glücklichen Ehejahren bricht neues Unheil über Adelheid herein. Im Sommer 950 stirbt Lothar ganz plötzlich. In der Kirche San Ambrogio in Mailand, wo schon 3 italienische Könige vor ihm bestattet wurden, lässt Adelheid ihren Mann begraben. Zeitgenössische Quellen vermuten, dass Berengar die Hände im Spiel gehabt habe bei Lothars Tod. Nicht zufällig gibt es ja Gerüchte, dass vielleicht dieser Berengar ihren Mann vergiftet habe und so weiter. Es würde natürlich die Haltung Adelheids gegenüber Berengar gut erklären. Mörder. Ende 950 krönt sich Berengar zum König von Italien. Einzig Adelheid mit ihrem berechtigten Thronanspruch ist ihm und seiner Frau Villa noch im Weg. Das wirst du büßen, Berengar. Einer Königin von Italien raubt man nicht ungestraft die Freiheit. Berengar von Ivrea gehört zur politischen Elite Oberitaliens. Er sieht aber andererseits auch, dass Adelheid die legitime, rechtmäßige Königin ist, ohne die er den Griff nach der Königswürde gar nicht wagen kann. Am 20. April 951 lässt Berengar die Königin und ihre Getreuen auf der Burg Como in den Kerker werfen. Adelheids Leben ist ernstlich in Gefahr. Sie wurde in schamloser Weise unschuldig gefangen, durch Quälereien geängstigt, an den Haaren gerissen, mit Faustschlägen und Fußtritten misshandelt. So berichtet es Odilos Chronik. Da entsinnt sich Adelheid ihres Verbündeten im Norden, Ottos des Ersten, des Empfängers der Heiligen Lanze, an dessen Hof in Magdeburg auch ihr Bruder lebt. Otto ist nicht nur ein starker Herrscher, sondern auch Witwer. Seine Frau Ekdita ist 4 Jahre zuvor gestorben. Otto war genau der Richtige. Nicht nur, um Berengar loszuwerden. Otto muss um 950 bereits einen Ruf gehabt haben, ein erfolgreicher König zu sein. Ein König mit einem schlagkräftigen Heer, der in der Lage ist, sich durchzusetzen und der in der Lage ist, ihr auch zu helfen. Mit Hilfe ihres italienischen Netzwerkes, vor allem des Bischofs von Reggio, schickt Adelheid eine Botschaft an König Otto mit der Bitte um Unterstützung gegen Berengar. Ob sie ihm in diesem Brief auch eine mögliche Verbindung in Aussicht stellt, ist nicht überliefert, aber denkbar. Am 20. August 951 gelingt es ihr zu entkommen.